Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und ich möchte euch heute den T34 vorstellen. Ich besitze ihn selber nicht, das wissen vielleicht einige von euch, aber ich will trotzdem, weil ich immer wieder nach dem T34 von euch gefragt werde, ein Stiftung Premium Test Video zum T34 machen. Und ich denke, ich habe mittlerweile nach über 40.000 Gefechten mehr als genug gegen ihn gespielt. Ich habe ihn auch mal auf dem Testserver ausprobiert und ich glaube, dass ich mir ein ganz gutes Bild machen kann und euch zumindest die Stärken und Schwächen vom T34 näher bringen kann. Ich würde sagen, wir fangen ganz einfach mit der DPM mal an und da sehen wir, dass sowohl der T34 als auch der Löwe mit die beiden ältesten Premiums im Spiel die schwächste DPM unter den 8er Heavies haben, die kein Special Matchmaking besitzen. Also wir vergleichen hier nur Heavies, die kein Special Matchmaking besitzen und der T34 sowie der Löwe hier mit 1668 DPM, also Schaden pro Minute, der schwächste Wert. Der T34, was für ihn spricht, ist diese astronomisch hohe Penetration von 248 mm. Also das ist 10er Heavy Niveau, das ist eher ein 100 Niveau. Von daher der T34, auch in 10er Gefechten hat er eigentlich kaum Probleme. Und wenn es mal zu Problemen kommen sollte, dann dippt er mal ganz kurz in die APCR Munition und dann sollte eigentlich auch wirklich nichts mehr für ihn auf dem Gefechtsfeld nicht zu penetrieren sein, mit Ausnahme der Super Heavy wie Maus und Typ 5 schwer, aber das steht auf einem anderen Blatt. Ja, ansonsten der Löwe nur ein bisschen schwächer mit 234, die beiden also wirklich solide Penetrationswerte, beziehungsweise was heißt solide, extrem gute. Die anderen kommen alle so zwischen 225, 230, nur der Chrysler GF, der stinkt da so ein bisschen ab mit der T32 Kanone, 198 Durchschlag. Das hatten wir schon mal in einem anderen Stiftung Premium Test, dass man beim Chrysler GF gerade bei dem heutigen Matchmaking doch sehr, sehr viel dazu gezwungen wird, mal auf die APCR zu wechseln, was ja das Kreditverdienst eigentlich bei dem Chrysler wirklich fragwürdig macht. Alpha-Schaden von 400, das ist mal eine Ansage, also 400 ist schon wirklich ein Brett, wenn ihr das im T8-Bereich verteilt. Das war eine ganze Zeit lang der Spitzenwert, bis dann der Defender mit 440 um die Ecke kam. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz die Nachladezeiten vergleichen, 14,38 und der Defender 14,38, nur der Defender macht 40 Schaden mehr pro Schuss. Und das ist bei einem Heavy-Duell 1 gegen 1, jetzt wenn wir den T34 gegen den Defender stellen. Erstens hat der Defender die bessere Panzerung, zweitens hat der Defender die höhere DPM, weil er einfach 40 Schaden mehr pro Schuss macht. Er hat zwar nicht den Durchschlag, aber den braucht er gegen den T34 auch gar nicht. Also eine 1 gegen 1 Situation von den beiden, es sei denn der T34 steht Halldown, ist eigentlich immer zugunsten des Defenders. Und das finde ich ist schon ein deutlicher Indikator dafür, warum ich den T34 nicht in der Garage habe und warum ich ihn auch nicht mehr ganz zeitgemäß finde. Der Löwe mit dem neuesten Buff, muss man sagen, der ist ein bisschen anders. Der hat eine Panzerung bekommen, der hat einen Mobilitätsbuff bekommen. Vor allem, er hat zwar die ähnlich schlechte DPM, aber wenn wir jetzt mal ganz kurz auf die Waffenhandhabung gucken. Erstmal nur die Shell Velocity. Er hat 200 Meter pro Sekunde mehr Shell Velocity. Also die Kanone fühlt sich auf Distanz alleine schon durch die Shell Velocity genauer an. Und dann, wenn wir hier mal ganz kurz auf die Waffenhandhabung gucken, der T34 bei der Einziehzeit auf Defender-Niveau 3,07 Sekunden, also das ist wirklich schon extrem lange, auch für Tier 8. Alle anderen sind eigentlich besser, AMX 2,78 und bei dem fühlt sich die Einziehzeit schon ewig an. Patriot und Chrysler GF beide signifikant besser in der Einziehzeit und jetzt kommen wir kurz zur Genauigkeit. 0,34 gepaart mit dieser Shell Velocity, das bedeutet auf Distanz trifft der T34 häufig genug leider nicht. Das passiert so dem Löwen eigentlich weniger, wenn der Löwe voll eingezählt ist. Erstens hat er eine bessere Genauigkeit, zusätzlich hat er natürlich noch eine bessere Einziehzeit und er hat halt die höhere Shell Velocity. Damit ist der Löwe meiner Meinung nach von beiden der bessere Hitter, also der bessere Schütze. Und auch wie gesagt von der Panzerung, die Turmpanzerung ist optimal beim Löwen und die Unterwanne, die Oberwanne, die wurden ja gebufft und von daher, wie gesagt, der Löwe, der hat Liebe erfahren, der T34 ist eher so ein Nesthocker geblieben, der von Wargaming nicht so viel Beachtung bekommen hat. Ich weiß, es gibt eine große Fanbase vom T34, ich kann das auch ein gut Stück weit nachvollziehen, aber wenn wir angucken, was Wargaming in den letzten Monaten für Premium-Panzer hier eingeführt hat, die sind alle
in Teilen beziehungsweise overall besser. Also zum Beispiel der Defender, wenn wir uns das Ganze hier angucken, auch wenn die Genauigkeit jetzt wirklich schlecht ist, aber der Defender ist einfach der bessere Heavy-Heavy. Und der Löwe sowie der Patriot, das sind auf jeden Fall bessere Allrounder, meiner Meinung nach. Schauen wir ganz kurz auf die Softsets der Kanone. Ja, auch hier sehen wir, dass die Softsets die schlechtesten von allen sind. Also wirklich alle Panzer im Vergleich hier sind besser, selbst der Defender, was die Dispersion-Werte aus der Bewegung bei der Tank Traverse und bei der Turret Traverse angeht. Also der T-34 muss immer einzielen, er kann nichts mal ebenso in der Turmdrehung treffen. Und ihr seht, das sind schon signifikante Unterschiede zwischen 0,27 und 0,19. Also der Löwe ist auch tatsächlich in der Lage, auch mal aus der Fahrt zu treffen. Und selbst der Defender ist besser in der Lage, aus der Fahrt zu treffen mit seiner russischen 122 mm Kanone. Also das sollte einem schon, bevor man sich überlegt, den T-34 zu kaufen, zu denken geben. Gun Elevation 15 Grad, beim Löwen sind das immerhin 38 Grad und bis auf der Chrysler sind alle anderen auch wieder besser in der Gun Elevation. Das heißt, wenn ihr vor Zielen steht, die leicht erhöht von euch sind, kommt der T-34 schon manchmal wirklich in Probleme und der Löwe 38 Grad Gun Elevation, also er kann quasi vor sich senkrecht den Hügel hochschießen. Gun Depression 10 Grad ist auf jeden Fall solide, kommt der Löwe aber auch drauf, auch der Liberty, der Patriot, kommen alle hier mit 10 Grad Gun Depression um die Ecke, also das ist jetzt nichts, was besonders den T-34 auszeichnet, aber wenn ihr mit dem T-34 schafft, es euch Haldown hinzustellen, die volle Gun Depression auszunutzen, dann ist der Turm unheimlich stark und kann vor allem unheimlich gut austeilen. Das Problem, was wir dann da wieder haben, ist diese extrem lange Reload-Zeit, wenn ihr verschiedene Gegner angreifen wollt oder wenn ihr vielleicht in einer 1 gegen 2, 1 gegen 3 Situation seid und dann immer mit diesen ewig langen Reload-Zeiten arbeitet. Und denkt dran, ihr trefft auch 7er und 6er Panzer mit eurem T-34 und die haben manchmal gar nicht mehr so viel HP, dass man unbedingt einen 400er Alpha braucht, sondern die kommen dann vielleicht mit 120, 200 HP an und dann da so ein 400er Brett reinzujagen und dann wieder knapp 15 Sekunden nachzuladen, ist schon meh, muss man ganz ehrlich sagen. Forward Speed 35 km/h, so wie der Löwe und der Defender auch, also da tun sie sich alle nichts. Von der Power-to-Weight-Ratio ist er ganz gut mit 12,44. Da ist nur der Löwe schlechter. Ansonsten sind die anderen aber wieder besser. Auch das soll dazu gesagt sein, gerade der neue Chrysler mit einer Power-to-Weight-Ratio von 20. Der fährt zwar auch nur 35 km/h, aber der ist auch sofort von Schlag 1 auf 35 km/h. Also auch hier bei der Mobilität der T-34 jetzt wirklich, wirklich behäbig. Leute von euch, die den T-30 vielleicht schon mal gefahren haben, die können da so eine Ahnung haben, wie sich der T-34 denn tatsächlich verhält. Also mobil ist anders. Die Terrain-Resistance-Werte, auch hier wieder bis auf zwei Werte beim Liberté, mit Abstand die schlechtesten Terrain-Resistance-Werte im gesamten Vergleich. Also alles in allem, finde ich, fällt schon auf, dass der T-34 lange Zeit vergessen worden ist. Der Löwe hat zwischendurch seine Liebe bekommen, der T-34 nicht. Ja, Wannenpanzerung brauchen wir auch nicht drüber reden. 102 mm, das schauen wir uns gleich mal in der Panzerung an. Da hat der Löwe immerhin 150 mm und dies auch noch hervorragend angewinkelt. Also der Löwe kann mit der Wanne sowohl Unter- als auch Oberwanne extrem gut was bouncen, der T-34 nein. Die Turmpanzerung 279 mm, also das ist auch eine Ansage. Hier steht jetzt beim Löwen nur 120 mm Turmpanzerung, aber der Löwe, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder ob das ein falscher Wert ist. Auf jeden Fall hat der Löwe auch eine extrem brauchbare Turmpanzerung, gerade wenn er 10 Grad seinen Turm beziehungsweise 10 Grad Gun Depression ausnutzt. Ja, ansonsten hat der Löwe auch eine bessere View Range, 20 Meter mehr, T-34 auch hier. Lange, lange Zeit vernachlässigt, 380 Meter, wenn man jetzt überlegt, der T-32 kommt auf 400 Meter, fragt man sich, warum der T-34 nicht auch 400 Meter Basissichtweite hat, aber auch das steht auf dem anderen Blatt. Jetzt will ich euch nochmal was zeigen, was vielleicht den einen oder anderen auch interessieren könnte. Also erstmal das Panzerungsmodell hier vom T-34. Ihr seht schon, 170 mm auf der Oberwanne. Und jetzt eine ganz interessante Sache. Hier dieser MG-Port, der ist tatsächlich, früher hat sich Wargaming tatsächlich noch die Mühe gemacht, diese MG-Ports als Weak Spots zu modellieren, zu designen. Ihr seht das selber hier, 73 mm. Jetzt schauen wir mal ganz kurz bei dem Chrysler. Der hat ja eigentlich auch hier einen MG-Port und hier einen MG-Port. Jetzt schauen wir mal ganz kurz auf das
Collision-Modell bzw. auf das Live-Modell und ihr seht's, die MG-Ports gibt es einfach nicht mehr. Auch das ist eine Sache, wo man sich fragt, Wargaming, irgendwie muss da mal bei den Designern nachgesteuert werden. Also ich weiß nicht, es kann nicht sein, dass neue Panzer eingeführt werden, die, obwohl sie auch hier MG-Ports haben, wo man sich einfach den Luxus nimmt, die gar nicht mehr zu designen, keine frontalen Weak-Spots mehr zu geben. Und beim T-34, der ohnehin schon schwach ist auf der Oberwanne, da macht man sich dann die Mühe, beziehungsweise ist ja auch ein deutlich älteres Modell, was schon sehr, sehr lange im Game ist, da macht man sich dann noch die Mühe, diesen MG-Port hier wirklich zu designen. Unterwanne brauchen wir auch nicht drüber reden, ihr seht das hier, an den Seiten nur 86 mm, in der Mitte immerhin 157 mm, aber alles, was euch ab Tier 7 aufwärts begegnet, durchschlägt euch mit Standardmunition ohne Probleme, außer den Turm. Der Turm, ihr seht das hier selber, nach außen hin wird er immer dicker. Hier an der Seite, da kann man von 10 an schon penetriert werden. Also das sollte euch im Klaren sein, dass ihr keinen Jagdpanzer auf EN-100 bounced oder 9er und 10er TDs. Die können euch auch ohnehin hier rechts und links noch durch den Turm kloppen. Und hier neben der Gunblende, neben der Kanone, auch nur 279 mm. Also es ist schon schwer, den da zu treffen und zu penetrieren, keine Frage, aber es ist möglich. Dann haben wir obendrauf noch einen kleinen Cupola, aber der ist wirklich auch sehr schwer zu treffen. Und wenn ihr die 10 Grad Gun Depression nutzt, dann versteckt ihr eigentlich den Cupola komplett. Ansonsten müsst ihr aufpassen, wenn euch hier HE jemand reinfeuert, dann seid ihr auch mal ganz, ganz schnell eine ganze Menge an HP los. Ja, das ist der T-34. Ich finde ihn nicht mehr ganz zeitgemäß, ich weiß aber, dass viele ihn ganz gerne fahren. Ich kann das, wie gesagt, verstehen, aber ich persönlich, ich will ihn mir nicht kaufen. Ich finde auch, der Preis von über 40 Euro ist für diesen Panzer einfach nicht mehr gerechtfertigt, wenn man sich überlegt, dass man für das Geld halt solche Kreditmaschinen bekommt, wie den Defender oder hier den Patriot, die alles in allem, in fast allen Belangen einfach besser sind, dann sollte man sich schon ganz, ganz klar überlegen, ob man jetzt wirklich das Geld für den T-34 ausgibt. Wie würde ich ihn ausrüsten, wenn ich ihn hätte? Vertikaler Stabilisator, Lüftung und Ansetzer, das wäre so mein Setup. Im Zweifel vielleicht statt der Lüftung entspiegelte Optiken, um die 380 Meter Sichtweite noch ein bisschen aufzupäppeln, gerade wenn ihr viel Hulldown spielen wollt. Also das wäre so mein Setup. Ansonsten beim Kommandanten natürlich als erstes sechsten Sinn. Der Rest Reparatur. Ihr müsst auf jeden Fall in diesen Panzer einen automatischen Feuerlöscher einbauen, weil die Amerikaner, wenn sie in der Seite hinten getroffen werden, sofort anfangen zu brennen. Also automatischer Feuerlöscher ist auf jeden Fall Pflicht. Wenn ihr manuellen Feuerlöscher nehmen wollt, dann tut das. Ich habe euch dazu nicht geraten. Aber ihr solltet auf jeden Fall einen Feuerlöscher einbauen. Also verzichtet hier auf Cola, es sei denn, euer Kommandant hat 1000 Sasser. Dann könnt ihr das Medkit weglassen, aber bei 6 Crewmembern solltet ihr euch auch das ganz gut überlegen. Ja, das zur Ausrüstung. Viel Premium-Munition braucht man bei dem T-34 nicht. Das heißt, er ist ein super Credit-Maker, weil er mit 248 Durchschlag doch sehr viele Spieler in der Lage sind, zumindest Tier 8 Panzer und vielleicht Tier 9 Panzer zu durchschlagen, ohne groß zu zielen. Das ist halt die Stärke vom T-34 und ketzerisch gesagt muss man auch sagen, dass das einer der Faktoren ist, warum der T-34 gerade bei eher schlechteren Spielern so beliebt ist, weil er halt diesen hohen Durchschlag hat, wo man jetzt nicht unbedingt jeden Weak Spot kennen muss, um die Ziele zu penetrieren, sondern auch einfach mal draufhalten kann. So, und ich habe euch jetzt von einem Spieler, Destruggerer, von dem NA-Server ein Replay mitgebracht und das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Ja, wir sind unterwegs auf der Karte D-Day oder Overlord. Perfekte Bedingungen hier für Destruggerer in seinem T-34. Eine Matchmaking-Konstellation, frei nach dem 3-5-7-Prinzip. Aber gerade im 8er-Bereich hat man das im Moment recht wenig, weil ihr häufig aufgefüllt werdet. Also die meiste Zeit ist man mit seinen 8ern im Moment tatsächlich Low-Tier. Und das ist eine Sache, die mich im Moment so ein bisschen davon abhält, viel 8er zu fahren. Also wenn, dann fahre ich lieber tatsächlich Tier 6 und Tier 7, weil es da gefühlt noch besser zugeht, weil da noch mehr Spieler sind, die jetzt nicht hierher halten müssen zum Auffüllen. Aber dadurch, dass Tier 8 ein Tier ist, kurz vor dem Heiltierbereich und gerade gegen Nachmittag dann doch viele anfangen, ihre 9er und 10er zu fahren oder ihre 9er Grinds weiterzumachen, gerne mal ihre 10er ausfahren, finde ich, ist es derzeit so ab spätestens 16, 17 Uhr doch sehr, sehr schmerzhaft, 8er zu fahren und man ist gerade, wenn man im Zug fährt, sowieso die ganze Zeit Low-Tier. Wenn man alleine fährt, ist man trotzdem immer noch recht häufig Low-Tier. Von daher, diese Art des Matchmakings
wie er das jetzt hier vorgefunden hat mit wirklich schön vielen Siebenern und Sechsern, die ist derzeit sehr, sehr selten für euch. Ich weiß nicht, ich denke, viele von euch haben jetzt seit 9.19 die gleiche Erfahrung gemacht. Nichtsdestotrotz, er hat hier perfekte Bedingungen und hat jetzt hier direkt schon mal einen VK 3001P vor der Flinte. Und mit 248 Durchschlag ist es eigentlich egal, wo er ihn trifft. Hätte auch mit rechter Maustaste drauf schießen können. Wäre ohnehin reingegangen, weil so ein Sechser, der bounced einfach keine 248 mm. Jetzt ein schöner Schuss auf die Su 152 auf eine relativ hohe Distanz. Aber ihr seht schon, denke ich, wie groß der Kreis immer wird, wie groß das Crosshair aufblumt. Das ist halt dem Faktor geschuldet, dass er extrem schlechte Dispersion-Werte hat. Sobald er den Turm, also die Kanone, nur ein bisschen dreht, geht das Crosshair wieder extrem weit auf und er muss wieder 3 Sekunden einzielen. Das war jetzt hier ein wirklich, wirklich krasser RNG-Schuss. Normalerweise mit dem T34 solche, ja, Pixel-Shots extrem schwierig zu machen. Aber ich habe euch halt auch ein Replay rausgesucht, wo ein bisschen was passiert. Also der Struggler wird hier schon gut Schaden farmen können, aber wir haben halt auch die Möglichkeit, uns den T34 mal ein bisschen länger anzugucken und dieses Gefecht hat tatsächlich auch mal ein bisschen länger gedauert als 2 Minuten. Auch das ja im Moment eine Seltenheit. Ja, ihr seht, wie gesagt, wie behäbig sich der T34 verhält. Overlord nun auch eine Karte, wo alles jetzt wirklich dem T34 in die Hände spielt, weil er eigentlich seine Gun Depression gerade im Zentrum gut ausnutzen könnte. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum er jetzt hier unten lang fährt, wo er quasi auf ebenem Grund kämpfen muss und wo dann wirklich auch wieder jeder Panzer in der Lage ist, seine Wanne zu penetrieren. Würde er da oben, wo der Type 64 steht oder da hinten, wo der Leo steht auf der Minimap, wenn er da kämpfen würde, könnte er wirklich seine ganzen 10 Grad Gun Depression ausnutzen und würde hier nicht seine Unterwanne bzw. seine ganze Wanne preisgeben. Das ist schon eher ein Schuss, der dem T34 gerecht wird. So fast voll eingezielt und dann direkt unter der Su 152 durchgetaucht. Schauen wir uns mal ganz kurz dieses riesen Seitenprofil an. Ihr habt halt das Problem mit diesem Panzer, wenn ihr nicht Highdown steht, dass ihr ein extrem großes Ziel seid. Gerade wenn ihr Gegner in die Flanke bekommt, die haben keine Probleme euch zu treffen. Man kann den Turm einfach an der Seite durchschlagen und diese riesen Wanne macht es einfach selbst für schlechte Schützen total einfach euch zu penetrieren. Zusätzlich hat dieser Panzer kaum nennenswerte Seitenpanzerung, ich glaube 30 oder 40 mm sogar nur. Und wenn ihr hier hinten in den letzten Kettengliedern getroffen werdet, dann passiert es euch auch sehr gerne, dass ihr direkt abgefackelt werdet. Das ist natürlich eine Kinderkrankheit von den amerikanischen Heavies. Hat jetzt hier eigentlich Glück, dass er nicht angezündet wird vom Easy 8. Schon 1640 Schaden gemacht, 3 Kills. Jetzt hat er hier den Tiger. Also ihr seht auch, wie langsam die Turmdrehgeschwindigkeit ist. Er hat jetzt hier, wie gesagt, wirklich Glück gehabt, dass er tatsächlich auch noch mit dem Schuss den Easy 8 getroffen hat. Also der Panzer mehr als nur behäbig. Ihr seht das jetzt auch hier wieder, diese ewig lange Turmdrehgeschwindigkeit. Also für mich ist der Panzer nichts. Auch der Schuss, muss man sagen, fairerweise ein bisschen lucky wieder. Also, ja, ich finde nicht, dass der Panzer irgendwie für mich jetzt jedenfalls eine überzeugende Figur hier an so einer Hügelgruppe macht. Alles, was bis jetzt so auf ihn geschossen hat, hat ihn eigentlich auch durchschlagen. Ihr habt es gesehen, ob das nun der VK war, der 6er oder der Easy 8. Also auch gerade wenn die in eure Flanke kommen und wenn sie es ein bisschen schlauer angestellt hätten, dann hat eigentlich kein 6er Medium Probleme, den guten alten T34 zu zirkeln. Wenn sie ihn dann noch auf Kette setzen würden, also tracken würden und dann um ihn rumfahren, dann kommt er mit der Turmdrehgeschwindigkeit einfach nicht mehr hinterher. Auch das ist eine Sache, die mich so ein bisschen davor abschreckt, den T34 zu fahren. Ich bin ja eh nicht so der Fan von langsamen Panzern. Auf der anderen Seite, wenn dann so Panzer hier wie der KV-2 mit 300 HP um die Ecke kommen, dann spielt der T34 hervorragend die Finisher-Rolle und nimmt diese für ihn One-Shots gerne raus. Aber wie gesagt, ich weiß, dass es viele Heavy-Begeisterte unter euch gibt, aber meiner Meinung nach ist der T34 halt kein richtiger Heavy-Heavy, weil er auf Stadtkarten eher schlecht performt, weil er das Problem hat, dass er gegen so Russen-Heavys halt zielen muss. Die Russen-Heavys können auch ohne Probleme mal so 248 Durchschlag bouncen. Der T34, wenn er auf ebenem Grund gegen andere Heavys spielt, kann nichts mit der Unterwanne bouncen. Und
ihr wisst halt selber, dass es nicht auf jeder Karte die Möglichkeit gibt, sich Heildown zu stellen. Und gerade auch dieses Riesen-Hack, wenn ihr denn irgendwo Heildown steht und es gibt Arti im Spiel, dann könnt ihr auch da hervorragend angezündet werden, wenn die Arti euch da in dieses Riesen-Hack reintrifft, was jetzt nicht unbedingt das kleinste Ziel ist. Jetzt mag sich der eine oder andere denken, ey, warum redest du jetzt den T-34 so schlecht, ist doch voll der super Panzer. Ich möchte ganz einfach euch warnen, weil dieser Panzer, ich glaube 43 Euro kostet der und meiner Meinung nach ist er es einfach nicht wert. Gerade nach, vor dem Hintergrund, was Wargaming in letzter Zeit für Premium-Heavies eingeführt hat. Und ich denke, ich konnte euch an den Stats ganz gut zeigen, was ich meine. Und ich denke auch, dass ich euch jetzt hier in diesem Gameplay, auch wenn er eine hervorragende Runde hat, wo ein bisschen RNG-Glück dazu kommt, wo ein bisschen Inkompetenz der Gegner dazu kommt und wo dann, jetzt habt ihr auch mal gesehen, er wollte jetzt hier die ganze Zeit die Kanone hochkriegen, Gun Elevation hat Nein gesagt, das hat zu dem Fahrfehler hier gerade geführt. Also, auch wenn das jetzt hier ein hervorragendes Match ist, muss man sich halt vor Augen führen, dass er gegen 7er und 6er hier ins Gericht geht, überwiegend Kills an 7ern und 6ern gemacht hat. Ich glaube, er hat noch nicht einmal auf einen 8er schießen müssen. Nee, die haben auf einer anderen Flanke gekämpft. Jetzt kann er hier den One-Shot, die One-Shot-Lore rausnehmen. Ist jetzt noch zusammen mit einem IS gegen 2, 3 TDs, 2 7er TDs und ein 6er TD. Hat noch 1109 HP. Also eigentlich alles im Bereich des Möglichen. Aber jetzt kommt wieder das zum Zuge, was ich bei den Stats angesprochen habe. Und zwar ist der T-34 ein ganz, ganz schlechter Panzer in einer 1 gegen 2, in einer 1 gegen 3 Situation, weil viele Panzer gar nicht den HP-Pool haben für diese Alpha-Kanone, dass sich dieser 400er Alpha rechtfertigt und auf der anderen Seite diese fast 15 Sekunden Reload einfach dazu führen, dass die Panzer ohne Probleme euch zirkeln können, wenn ihr mal geschossen habt, dass ihr meistens in einer 1 gegen 3 Situation wie jetzt hier, wenn ihr einmal geschossen habt, gleich 3 Treffer zurückkriegt. Also in solchen Situationen ist der T-34 wirklich nicht so gut. Obwohl die Su-100 das jetzt hier wirklich schlecht spielt, kann sie ihm noch ein 376er Brett mit reindrücken. Und der T-25-2 hat das jetzt hier auch nicht wirklich schlau gemacht. Der T-34 hatte gerade geschossen, war im Reload. Es wäre ohne Probleme möglich gewesen für den T-25-2 hier nochmal rüber zu gucken, nochmal einen Treffer anzubringen. Also die Gegner geben hier Destruggerer sogar die Chance, noch im Spiel zu bleiben, indem sie so kleine individuelle Fehler machen. So, jetzt mit dem T-34 drei Panzer auf einer offenen Karte wie Overlord zu verfolgen, ist natürlich auch eine ganz, ganz unangenehme Sache. Das kommt noch dazu. Und ihr seht, wie behäbig der T-34 hier durch die Lande zieht. So, da ist der T-25-2. Ja, wenn er jetzt ein Stück zurückfahren würde, hätte er die Kanone auch unten. Er fährt nach vorne, konnte hier 394 in den einzigen Panzer, der kein One-Shot ist, reindrücken. Ich würde jetzt mich ein bisschen darauf konzentrieren, vielleicht erstmal die Suda rauszunehmen. Jetzt der T-25-2. Obwohl es ein High-Roll war, überlebt er mit 18 AP. Also alle drei Gegner sind jetzt One-Shot und trotzdem muss der Struggerer jetzt hier nachladen. Wieder 14 Sekunden. Da hätte ich jetzt zum Beispiel versucht, auf die Su zu schießen. Der T-25-2 macht es jetzt extrem clever, ist nochmal rausgepiekt, hat nochmal einen Schuss angebracht, jetzt kommt von hinten die Su-100. Vielleicht kann er die rausnehmen, Su-100 schießt daneben. Aber jetzt wieder 14 Sekunden Reload und das muss es jetzt einfach gewesen sein, wenn die Gegner nicht völlig bekloppt sind. So ist es. Also jetzt hier zum Schluss in einer 1 gegen 3 Situation, obwohl alle drei Gegner One-Shot waren, man kann jetzt sagen, hat er nicht wirklich brillant gespielt. Die Gegner haben ihm eigentlich die Chance gegeben, hier das Ganze eigentlich noch zu gewinnen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Struggler vielleicht ein Durchschnittsspieler ist, so wie die meisten von uns, dann hätten viele das, denke ich, ähnlich gespielt. Und mit einem anderen Panzer wie einem Patriot etc. wärt ihr wahrscheinlich aus der Nummer auch rausgekommen. Mit einem T-34 mit dieser schlechten DPM leider nicht. Und dann noch dazu diese schlechte Turmdrehgeschwindigkeit, diese schlechte Wannendrehgeschwindigkeit. Alles in allem leider jetzt hier, obwohl er ein extrem starkes Spiel hingelegt hat, nicht mit dem Sieg davongekommen. Ich würde sagen, wir werfen nochmal kurz einen Blick auf die Postgame-Stats.
Also das Ganze war für The Struggler ein Panzerass, 187.000 Credits bekommen, 2.979 Erfahrungen. Radley Walters gemacht, Großkaliber gemacht und die Top Gun Medaille. Gut, wenn man Radley Walters macht, macht man eigentlich immer die Top Gun Medaille. Schauen wir ganz kurz auf die Teamscore. 6.486 Schaden, 8 Kills, 1.173 Basiserfahrung trotz Niederlage. Also The Struggler hat hier wirklich alles gegeben, hat hier als Top-Tier extrem gut gespielt und zum Schluss dann leider, ja, wie gesagt, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass er wirklich groß was falsch gemacht hat, was jetzt nicht jeder andere Spieler hätte auch falsch machen können. Ich würde eher sagen, dass es schon ein Stück weit auch die Behäbigkeit und die DPM vom T34 waren, die ihm dann in dieser 1 gegen 3 Situation strikt durch die Rechnung gemacht haben. Tja, von daher finde ich, dass das Replay äußerst geeignet, um mal so die guten Seiten zu zeigen, diese 400 Alpha-Bretter, diese 248 Durchstach, wo man wirklich, gerade wenn man in solchen Gefechten ist, durch alles ohne Probleme durchkommt, jeden Schuss penetriert, gar kein Problem, aber dann eben halt auch die Negativaspekte vom T-34, die nicht vorhandene Wannenpanzerung, die Behäbigkeit des Panzers, die Kanone, die einen dann doch zuweilen, wie beim Schuss auf die Su-152, im Stich lässt. Also alles in allem, denke ich, ein sehr brauchbares Beispiel für den Panzer. Schauen wir ganz kurz. Er hat 21 Mal geschossen, 19 Mal getroffen, 19 Mal penetriert. Also alles, was der T-34 trifft, penetriert er meistens auch. Aber für den T-34 hier, gerade auf einer offenen Karte, schon ein extrem gutes Trefferbild. Standard wäre eigentlich hier 21 Mal geschossen, 15 Mal getroffen und dann vielleicht 15 Mal penetriert. Aber so viele Treffer, nur zweimal daneben geschossen, das war schon auf jeden Fall eine starke Nummer und RNG war auch dabei. 874 Unterstützungsschaden und in knapp 10 Minuten 151.000 Credits plus gemacht. Also dadurch, dass der T-34 so gut wie nie Premium-Munition schießen muss, gerade in solchen Matchmakings nicht, ist er ein extrem guter Credit-Maker. Auf der anderen Seite bleibe ich bei meiner Bewertung, dass er, so wie die derzeitigen Premiums aufgestellt sind, einfach sein Geld nicht wert ist. Die 40 Euro könnt ihr, denke ich, solider in andere Panzer investieren, wie den Defender, wie einen Scorpion, wie einen Stridsvan S1. Halt starke Panzer, die metakonform sind. Der T-34 ist es, denke ich, nicht. Der Löwe hat seine Liebe bekommen, ich wiederhole mich da, der T-34 leider nicht. Und von daher, ich würde nicht zum Kauf raten. Wenn ihr trotzdem Bock auf den T-34 habt, dann holt ihn euch. Ich hoffe, das Video konnte euch bei eurer Entscheidung ein bisschen weiterhelfen. Falls es euch gefallen hat, falls es euch weitergeholfen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.